Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Mademoiselle de Neuf ist jetzt auch Musiker. Bla. Ja, das habe ich gelesen. Und irgendwas, was die letzte, die Ischka, die, Ische. Die Mutter von Quark. Die ist letzte Woche beim Event gehabt. Ach, das war die Mutter von Quark, okay. Ja. Oh, habe ich jetzt was gespoilert, Entschuldigung. What? Ja, Gott. Es gibt Schlimmeres, glaube ich. Wo habe ich sie denn? Was ist so schwer zu finden? Hier, ich weiß nicht, ich habe sie gelevelt. Sie hat auch irgendwie 4 Sterne. 4 Sterne? Okay. Ja. Haben wir da was bezahlt? Nee, eigentlich nicht. Da. Ich hab's übrigens auch. Doch, genau! Die habe ich mit nicht der Ruhe. Doch, genau! Habe ich letzte Woche ein Paket gekauft. Okay, es ist nicht so lange her, dass ich. Da kommt's raus. Ich hab's mittlerweile auf Stufe 99. Ernsthaft? Ja. Also du brauchst hier einen Händler, ne? Ja, genau. Händler Ferengi, die habe ich hochgelevelt. Kommt auf gute Werte. 3 Sterne. Hat 842 Diplo. 314 mögliche. Das heißt, in den nächsten 30 Leveln verdoppelt sie nochmal alles, ja? Wow. Ui. Aber dann werde ich gleich mal schauen, ob ich dieses ernste Geschäft jetzt endlich abschließen kann. Geschäfte hier. So. Nachteil ist, es sind gerade alle irgendwie auf Außenmission. Gerade kaum jemand zu Hause. Hoffentlich schaffen die das auch gerade noch. Es ist die Notcrew. Wenn man durch die Gänge geht und jede Tür nur so ein Rück, Rück, zurück gibt, dieses verschlossene Türgeräusch da. Das ist irgendwie wie die Nachtschicht. Boah. Ja, wenn man nicht weiß, schaffen die das gerade? Das war so ein Star Trek, ja, so ein bisschen auf die Arme nehmen, so ein bisschen wie diese Honest-Trailer, ne? Mhm. Da hat dann auch jemand gefragt, wen interessiert im Weltall eigentlich Tag und Nacht? Wenn man zwischen mehreren Sonnen hin und her reist, passt man die Tagschicht dann immer der aktuellen Tagessituation des Orbits an, wo man rumfliegt, oder? Hast du es geschafft? Ja. Gut. Ich wollte dich jetzt aber nicht rausbringen. Philosophischen Gedanken. Die Nacht im Weltall. Da gab es ja die eine Voyager-Folge auch. Nacht. Als die ganzen Sterne weg waren. Nacht. Leere? Oder Leere? Ich glaube fast Nacht. Also es gab eine Folge, die hieß auf jeden Fall bei Voyager auch Nightingale, aber Nacht? Nee, Nacht. Nacht oder Leere vielleicht. Wo die Sterne weg waren dann. Ja, ich bin aber der Meinung, ich lebe mal. Voyager Nacht. Ist die Sterne verschwanden. Klingt wie so ein Lied, was auch Heino hätte singen können. Als die Sterne verschwanden. Nee, tatsächlich hieß Nacht. Yes. 1-0. Ja gut, Voyager, da bist du mir 1 voraus. Die Voyager fliegt durch eine leere Region des Weltalls, in der nicht einmal Sterne zu sehen sind. Oh, das fängt wieder mit Dr. Chaotica hier an. Ah, dann war das so. Mhm. Das kann sein. Irgendwann treffen sie auf die... das ist die, wo sie auf die wie heißen die Malon, Malonen oder irgendwie so stoßen, die ihren Müll im Weltall. Melonen, genau, die ihren Müll irgendwie im Weltall abladen, genau an der Stelle, wo eigentlich eine andere Spezies sich eigentlich beheimatet fühlt. Die Müllabfuhr kommt so selten im Theta-Quadranten. Ja. Ich dachte, dass sie wie Vidianer gewesen wären, aber kann mich auch täuschen. Die Vidianer waren das mit den Fresszellen, die immer die Körperteile, Haut und sowas gestohlen haben. Na, die waren eklig. Ja. Das ist auch so ziemlich das ekelhafteste Discovery, was Star Trek je hervorgebracht hat zu dem Zeitpunkt. Ja. Außer wenn man die Ferengis jetzt weglässt.
Ja gut, die sehen halt ein bisschen strange aus, aber bis, ich meine, so... Ich meine, da diese Ishka? Ja, die werden halt schrumpelig mit dem Alter. Und die Klingonen jetzt von Discovery, die finde ich auch hässlich. Die haben's, oder doch, warte mal, ein also, oder zwei haben sie ins Spiel Vox geschafft. Zum Beispiel. Ja, ja. Ich weiß noch nicht, was das noch soll. Ich meine, sie sagen erst, sie sind im Prime-Universum und dann bringen sie irgendwie, die Androianer sehen wieder ein bisschen anders aus, die Klingonen sehen ganz anders aus und was soll das noch? Ich weiß, ne. Wann geht's eigentlich weiter mit Discovery? Also mit, wenn wir ganz viel Glück haben, Ende diesen Jahres noch. Okay. Ansonsten, jetzt schreibt mir meine Mutter bei Skype an, dass ich wusste, das war ein Fehler, um reinzukommen bei Skype. Hallo Pupp, hast du eh was gegessen heute? So. Und ja, also wie gesagt, entweder Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Okay. Es gab ja jetzt schon einen Teaser sozusagen und ein Zwischending. Fangen die also auch schon damit an? Ja, sie haben ein paar Wochen nachdem die erste Staffel durch war, haben sie noch ein Additional Ende gezeigt, wo die Spiegeluniversums Giorgio, also die ehemalige Anführerin der Spiegeluniversums Leute da, im Realuniversum, also im unserem Universum auf Sektion 31 gestoßen ist. Okay. Ja, wird dir gut gefallen dort. Ja, und damit ist dann auch offiziell bestätigt worden, nämlich in Folge 3 geht ja, als Burnham noch Gefangene war, gehen doch sie und noch ein paar andere Gefangene Richtung Kantine. Mhm. Und da stehen noch ein paar Sicherheitsoffiziere mit so schwarzen Föderationslogo auf der Uniform. Ja. Und dieses Logo wird ihr von der Sektion 31 überreicht. Okay. Damit ist dann klar, okay, auf der Discovery sind offensichtlich Geheimagenten, wobei ich muss auch ehrlich sagen, also liebe Autoren... Sehr geheim ist es aber nicht. Ja, das ist es so. Liebe Leute, also es fällt auch gar nicht auf, wenn alle normalen Uniforms Teil tragen. Nur die Sektion 31, die eigentlich supermäßig geheim sein soll, sticht dann dadurch hervor, dass sie ein anderes Emblem trägt. Und die dann auch fett davor kommen. Ja, die auch mitten im Gang rumstehen. Ja, was? Ganz unauffällig. Das ist so ein bisschen, ich habe dir ja letztens das Video da geschickt von den GameTube-Leuten da, den Zweien, die sich über Discovery unterhalten haben. Die haben exakt dasselbe, wo du und Toni eigentlich auch noch gesagt haben, ja, irgendwie kann man sich das erklären, exakt dasselbe kritisiert, was ich kritisiert hatte. Dieses verfluchte Fernrohr. Die Shenzhou wird zerstört in Folge 1, sie wird evakuiert, alle hauen ab, aber irgendjemand hat noch dran gedacht, das Erbe von Giorgio von diesem Schiff mal wieder nachträglich aus diesem Schrotthaufen abzuholen, damit Burnham in Folge 4 überreicht werden kann oder so. Da fand ich irgendwie so viel anderes unrealistisch, dass ich mich darauf gar nicht so versteift habe. Versteift. Oh Gott. Ja, stimmt schon. Ein bisschen seltsam. Es hatte viele. Gibt dir ja recht. Storylöcher, sagen wir es mal so. Ja. Hat schon angefangen mit der Eröffnungssequenz. Dass die da entlang stapfen, in der Wüste, um das Föderationslogo zu malen, um dadurch die Dingens aufmerksam zu machen, das Schiff. Ja. Okay, ja. Wie lang sind die da jetzt gestapft und wenn da so ein Wind geht, das wird sicher nicht verweht und auf einmal nur dadurch werden sie gefunden. Okay, alles klar. Kann ja, man machen. Weil es schaut cool aus, aber ja, das war halt mal wieder. Die Serie immer wieder, als finde ich, Fehler gemacht hat. Sie versucht vieles über, wie nennt man sowas, Bildgewalt oder so zu präsentieren. Ja. Und das ja, sieht halt im ersten Mal so, wow, geil, cool, Föderationslogo, haben die mal eben so abgelaufen und oh, cooler Trick und so. Dass man da gar nicht drüber nachdenkt, wenn man sich denkt, boah, geil. Ich meine, allein die Tatsache, sie haben es vorher gewusst, dass da Stürme sind, haben aber irgendwie durch einen ganz dummen Zufall sich entweder verrechnet, was die Sturmaktivität angeht, und zweitens, warum beamen sie eigentlich nicht direkt zum Brunnen?
Das frage ich mich auch. Das ist genauso schwachsinnig wie. Vor allem, du musst ja eigentlich musst du diese paar Szenen, das sind ja wirklich nur ein paar Szenen, zwischen wo sie anfangen zu laufen auf dem Wüstenplaneten, bis sie beim Brunnen ankommen. Mhm. Erstmal sind sie in einer riesigen Wüstenebene, wo Berge zu sehen sind in weiter Entfernung. Dann auf einmal sind sie mitten zwischen den Bergen, dann sind sie hinter den Bergen und dann sind sie beim Brunnen. Dann sind sie noch ganz eben die Wüste abgelaufen. Die sind so unterschiedlich, die Bilder. Das müsste eigentlich locker 2 Stunden gedauert haben, bis sie das durchschritten haben. Wer weiß, es sah eh so aus, als hätten die gerade die Mega-Reise hinter sich und sind voll froh über diesen super tollen, die super tolle Idee, einfach mal das Föderationslogo abzulaufen. Naja. Und dann ging es eigentlich unrealistisch weiter, wie diese Sache mit Ende Folge 2, wo sie dann aufs Klingonenschiff beamen, zu zweit. Mhm. Nur die beiden Ranghöchsten. Nur die die Verräterin, was war sie denn? Meuterin und der Captain. Ja. Klar, es gibt kein anderes Personal, es gibt kein Sicherheitspersonal, kein Sicherheitschef, gar nichts. Sie wissen gar nichts davon, ob das in die Luft fliegt gleich oder sowas. Nö. Haben wir jetzt mal drauf geschossen, aber das wird schon halten. Aber es werden alle Klingonen dort kaputt sein, aber ja. Alle Klingonen sind kaputt, das Schiff ist irgendwie intakt. Wird schon passen. Gute Idee. Also dann war mir das Teleskop egal. Nach solchen Sachen. Ja. Irgendwie, ich freue mich schon auf Staffel 2. Alleine aus der Tatsache, dass jetzt die Enterprise wieder aufgetaucht ist. Ich bin gespannt, ob sie jetzt nochmal wieder tatsächlich den Innennachbau von der Originalserie nochmal nachgestellt haben für die Enterprise. Mhm. Das haben sie ja mal bei Deep Space Nine gemacht, das haben sie bei TNG gemacht, das haben sie bei Enterprise gemacht. War das TNG die Folge mit Scotty? Mhm, genau. Okay. Wobei, da haben sie es, glaube ich, noch nicht mal recycelt. Das war, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine Brücke, die ein Fan mal gebaut hat. Okay. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich dachte, der ist dafür auf der Enterprise. Entschuldigung, auf der Enterprise D rumgelaufen. Scotty ist auf der Enterprise D rumgelaufen, ja. Und als Scotty ihn dann so angefahren hat, sie stehen mir hier im Weg. Dieser neunmal kluge Geordi da. War ein bisschen eingeschnappt der Scotty, weil er sich so überflüssig fühlte, wie so ein altes Eisen, was irgendwie, er will zwar was tun, aber im Prinzip kommt mit den ganzen neuen Sachen nicht klar. Ja, hat sich irgendwie ein bisschen Scotch repliziert, schlendert so durch den Gang und trifft dann irgendwann aufs Holodeck und will dann die Brücke von seiner TOS in der Person sehen. Okay. Mhm. Die guten alten Zeiten. Ja. Was man halt so macht, wenn man da 40 Jahre im Transporterraum festhängt. Ja. Gut, jo, haben wir sonst noch irgendwas? Hast du noch irgendeinen zum Versterblichen? Unsterblichen meine ich? Ja. Ja. Haltet euch fest. Jetzt geht's los. Ich guck gerade mal bei mir, ich glaube nicht, weil ich mache das immer so zwischendurch, poste es dann im Discord und das war's dann bei mir eigentlich auch schon. Oh, warte mal, die hier, also wenn ich jetzt mich noch richtig anstränge. Strange? Strange. Ich schlag voll über die Strange, wa? So, das hätten wir schon mal geschafft. Der Flachwitz ist raus, schon mal geschafft. Check. Gerade die vulkanische Hochzeitstepol fertig gemacht. Hochzeitsnachvollzogen, ja. Hallöchen. Nee. Ach komm, und ich muss jetzt hier alles wieder craften. Dann machen wir weiter mit Arschteiler. Arschteiler. Ich hoffe, dass der nicht in der zweiten Staffel vorkommt. Ich hoffe, den schreiben sie einfach raus. Ich mag ihn nicht. Ich bin gerade überlegen, also als die Discovery am Ende der ersten
Staffel noch losgeflogen ist, war er, glaube ich, nicht mehr an Bord, oder? Nee, der ist doch bei diesen Klingonen zurückgeblieben. Bei den Klingonen? Echt? Okay, gut. Dann auf diesen Planeten, oder? Ich dachte, es wäre nur Lyrell, die da mit dem... Ja, und er hat doch dann auch gesagt, er bleibt irgendwie hier, um, keine Ahnung, zu helfen bei Diplomatiegesprächen oder so. Stimmt, genau. Und man dachte so, hä? Wo er irgendwie noch so einen komischen Knoten in die Hand legt oder irgendwie so ein Seemannsknoten oder irgendwie sowas. Ja, genau. Hat auch so wenig Sinn gemacht. Einfach kam mir so vor, als hat gerade seinen Vertrag nicht unterzeichnet, sie müssen ihn irgendwie rausschreiben. Ja, dann bleib jetzt hier bei den Klingonen. Aber hat sich nicht mal als Klingone gefühlt eigentlich? Also, Ja, vor allem davor noch folgenlang irgendwie dieses Gefühlsgedusel, ja, kommen sie jetzt wieder zusammen oder kommen sie nicht wieder zusammen, das mit Burnham da. Mhm. Und dann am Ende dann, ja, ich bin dann jetzt doch mal weg, mach's gut, tschö, hier hast du Knoten. Bin doch mal weg, hier hast du Knoten. Ja, aber echt, also... So macht man im 24. Jahrhundert Schluss. Heutzutage, ja, SMS, ich mach Schluss. Oder WhatsApp, ich mach Schluss. Im 24. Jahrhundert, du hast Knoten. Ich hab Knoten. Oh Mann, ey, Anno. Ja, mal schauen, ob sie den dann... Will Smith rausschreiben oder ob der dann wieder irgendwann kommt. Ein Cameo-Auftritt hat. Was glaubst du? Der Tyler? Mhm. Weil du mochtest den ja mehr, oder? Was heißt mehr? Ich muss sagen, ich kam auf diese Beziehung zwischen Burnham und Tyler, ehrlich gesagt. Also ich habe zwar versucht, es denen zu gönnen, einfach damit ein bisschen Emotionen in diese Charaktere reinkommt, damit ein bisschen was passiert, aber irgendwie wurde da nichts draus. Nee, das habe ich denen so gar nicht abgekauft. Das war irgendwie so aus dem Nichts heraus. Ja, auch so schnell und, irgendwie alles. Ja. Und dann irgendwie zu intensiv für die kurze Zeit. Genau, generell hatte diese Serie einfach zu viele Punkte, wo es einfach alles erzwungen wirkt. Ja. Das muss jetzt so sein, das müssen wir jetzt so erklären, das ziehen wir jetzt so durch. Und weil das Tempo einfach zu schnell ist. Wenn das jetzt sich über zwei Staffeln oder so erstreckt hätte, okay, ja, gut, dann kaufe ich denen das ab. Aber in der kurzen Zeit, also in dieser kurzen Screentime, wer weiß, wie viel Zeit da vergangen ist, aber... Ja, selbst wenn das Problem ist, sie haben es ja dadurch versucht zu erklären, dass ständig irgendwie... mal erwähnt wurde, dass jetzt wieder ein paar Wochen vergangen sind, seitdem die letzte Folge vergangen ist. Hörst du mich noch? Ja. Gut, weil bei mir ist gerade ein Fehler im Spiel aufgetreten. Ich kann gerade nicht craften, deswegen habe ich gerade gedacht, ah ne, ich kann weiter craften, okay. Dass mein Internet wieder weg wäre. Aber das Problem ist, sowas kann man einmal machen. Aber die Serie hat irgendwie nahezu jede zweite Folge und dann sind wieder ein paar Tage vergangen, wieder ein Monat, wieder ein paar Wochen. Ja. Also es war ja im Prinzip, es waren die Doppelfolge, das war Pilot, die hingen zusammen und dann waren irgendwie auf einmal 3 Monate oder so später, zwischen Folge 2 und 3, dann zwischen 3 und 4 waren es nochmal ein paar Wochen, was sie erwähnt haben. Okay. Weiß ich schon gar nicht mehr genau. Burnham ist jetzt schon so und so viele Wochen auf dem Schiff und so bla und dann so, okay, ja. Aber der Zuschauer sieht's ja nicht, was da passiert mit denen. Und dafür war dann einfach zu wenig Charakterentwicklung gegen Ende, finde ich. Mm, ja. Ja, eindeutig. Von daher, naja. Ich hoffe einfach mal, dass sie speziell, was die Charakterentwicklung ist, da in Staffel 2 ein bisschen lernen. Ja, bitte mehr. Das ist ein Team. Möchte auch gerne was von den anderen mitkriegen. Ja. Und eben alles nicht so gehetzt, sondern so ein bisschen. Das Schlimme ist einfach, diese Burnham ist mir so überhaupt nicht nachvollziehbar. Nee. Haben wir eh, glaube ich, letzte Folge geredet von. Ich fand die halt schon bei Walking Dead nicht so geil. Ja, da habe ich sie nicht so intensiv verfolgt. Das war die, glaube ich, mit dem Schwert oder so, ne? Nee, das war die andere. Die andere Schwarze. Walking Dead hat genau zwei. Eine wurde gefressen, die andere hat das Schwert. Okay. Ja, okay. Großartig
vorgekommen ist eigentlich nicht in Walking Dead. Also, ich überlege gerade, wie ich die beschreiben könnte in Walking Dead, aber es war einfach die andere Schwarze. Wie Honest Trailer sein würde, sie war halt einfach meistens nur da. Ja, genau. Beverly war so der, most of the time. Ja, nee, waren wir auch nicht sympathisch bei Discovery. War nicht so gut gelungen. War einfach zu wenig menschlich. Zu wenig nachvollziehbar. Ja. Auch dieses ständige, teilweise ein bisschen so dieses trotzige, ich mach das jetzt, weil ich es machen will, im Alleingang. Gegen alle anderen. Auch irgendwie dieses, was Star Trek sonst immer ausgezeichnet hat, dass die Crew und alle zusammengearbeitet haben, um ein Ziel zu erreichen. Nein, sie boxt alles immer in Alleingang durch und schafft es dann am Ende. Schafft es dann auch noch. So, hier wird Spiegeluniversums Janeway nochmal verewigt. Oh, okay. Ich habe dabei die automatische Einheit fertig gemacht, den eingezogenen McCoy und Captain Proton Paris. Angeber. Und bin jetzt auf, Achtung, 200 von 200 Crewmitgliedern. Yes. Okay. Korrigiere 201. Nice. Schön. 201 von 541. Okay. Jetzt eingefroren. 111. 111 unsterblich? Mhm. Oder eingefroren? Nee, unsterblich. Eingefroren. Sieht man irgendwo die eingefrorenen Zahlen? Überlegen nämlich gerade. Ich glaube nicht. Man könnte höchstens die Collections-Dinger zusammenzählen, aber das macht auch nicht wirklich viel Sinn, oder? Nee, das ist auch nur nee, das sind auch die Unsterblichen. Man könnte sie nur abzählen. Man könnte auch die ganze Stasis-Kammer manuell absuchen, die ganzen 541 Charaktere, die es nur im Spiel gibt. Ja! Und mach das mal! Einzeln absuchen, wo steht eingefroren und wo nicht, und hoffen, dass diese Anzeigen auch immer stimmen. Ich glaube nicht, dass es eine Suche gibt, wo man dann sein kann. Mir fällt gerade übrigens auf, eine Sache haben sie richtig scheiße gelöst in der Stasiskammer. Sorry, eine Sache? Aber. Ja, also eine Sache, wo ich sagen muss, das macht es jetzt echt nicht einfacher, die Übersicht zu behalten. Ich frage doch mal eine Sache. Charaktere, die du nicht, noch gar nicht gesammelt hast, also weder als Crew noch mit einem Stern von 5 oder sonst was noch gar nicht hast, ja? Die werden ja mit dieser schwarzen Silhouette dargestellt. Darunter steht dann zumindest mal deren Name. Besitzt du einen Charakter mit 1, 2, 3, 4, 5 Sternen und hast ihn ein bisschen gelevelt, hast du nur noch das Bild und unten die Ladebalken, aber keinen Namen mehr. Stimmt. Charaktere, die du unsterblich gemacht hast, haben auch keinen Namen mehr. Da ist der Ladebalken weg und dann steht da unsterblich. Und oben nochmal eingefroren, sofern du sie auch noch eingefroren hast. Ja. Drum musste ich vorher auch ein bisschen überlegen, wie wir da den ganzen War von Picard durchgegangen sind, weil ich ein paar schon eingefroren hatte. Aber dann so erinnert, so, ja, stimmt, so hieß der. Ja, ich meine, hier schwarze Silhouetten hier im Spiel sind auch nicht wirklich zu erkennen, wer das jetzt ist, ne? Da muss man da wirklich immer mal draufklicken und. Ja. Ah, der soll es darstellen. Und hat auch der Schwachsinn, dass man keine Attribute da hat. Also keine Merkmale oder wie das im Spiel heißt. Ja. Und naja. Ich verstehe halt echt nicht, warum sie es in schwarz darstellen und nicht irgendwie ein bisschen was durchscheinen lassen. Sollen sie es doch einfach das Bild darstellen oder entweder in schwarz-weiß anstatt in Farbe oder ausgeblichen, aber was soll das Schwarze? Das bringt doch nichts. Nee, das lockt echt nicht mehr an, glaube ich, dass man da jetzt sagt, ah, cool, möchte ich kaufen. Oh, man sieht ja nicht, wie die aussehen. Wenn man im schwarzen Schatten steckt. Vor allen Dingen, das ist echt auch ein tolles Beispiel. Such mal in der Stasis-Kammer, falls du sie nicht so hast, Verbündeter Barclay. Oder Verbundener Barclay. Ach, ja. So. Sein Vorschaubild sieht aus, ich habe keine Ahnung, irgendein schwarzer Klecks, wie so ein Rorschach-Test oder irgendwie so, keine ja. Ahnung.
So, stimmt. Klickst ihn an, wird's auch nicht wirklich viel besser. Du musst schon Fan sein und die Folge kennen, um zu erahnen, was ist das auf dem Bild? Ja. So wie bei dem anderen Barclay. Protomorphose. Barclay sieht auch echt strange aus. Ja, bei Lachs sind Würmer aus dem Kopf. Naja. Ja, ja. Welches Level hast du da, Wellen? 49,5. Okay. Ich habe tatsächlich ein bisschen was gelevelt. Ich habe jetzt Mission 1 ist komplett abgeschlossen, Mission 2 ist komplett abgeschlossen, Mission 3 ist komplett abgeschlossen, Notrufe Delphisch ist komplett abgeschlossen, Notrufe Himmlisch ist auf 66 von 72. Das Mission ist auch echt schwer. Ja, Mission 4 ist auf 125 von 26. Da fehlt mir nur Wechselbalk Commander ist es, glaube ich, was mir da fehlt. Warte mal. Und da für das Volk. Ich glaube, das hat mir auch mal gefehlt. Damals. Damals, ja. So. Also entweder Wechselbalk oder Hologramm mit 515 Command. So, und Wechselbalk habe ich derzeit noch nicht wirklich viele. Warte mal. Wechselbalk, so. Vor allem mit Command hätte ich gar keinen. Da hätte ich jetzt nur den blauen Odo und der Schachtskram auf 336. Auch nicht mit was, Bonus. Auch nicht mit Bonus. Da. Man muss ja fast. Was muss er überwinden? Über 200 oder so? Ja, wobei der Bonus gibt halt schon. Also, wenn er zumindest dasselbe Merkmal hat. Ja, hat er, aber. Ich habe es jetzt ein paar Mal versucht und okay. Klappt. Also selbst in der Vorschau zeigt es nur an, dass es gelb wird. Von der Wahrscheinlichkeit, dass er es schafft. Also es ist... Okay. Ach, auf Krach. So, und den einzigen anderen Wechselbalk, der noch Command drin hat, ist Wechselbalk Gründer, einer von 5 Sternen. Da lohnt sich das Leveln gar nicht. Da werde ich am Ende wahrscheinlich auf ähnliche Command-Stärken kommen wie beim 3 Sterne Blauen. Wenn ich nicht ein paar mehr Sterne habe. So. Und Hologramm-Command. Hologramm. Oh, ne, so schauen wir uns nicht. Holo. Zack. Ja. Und mit Command vorneweg hätte ich nur. Noch nicht Doktor, mal, oder? Noch nicht mal das Kommando-Hologramm hat Command als Hauptstärke. Und den habe ich auf Level 50 und der schafft es gerade auf 242 Command. Da fehlen dann über 300. Ja. Und andere Hologramme mit Command hätte ich, glaube ich, nur Admiral Picard, wo auch immer der ein Hologramm ist, weiß ich gerade gar nicht. Und Duchamp, der Worf, der eine Zigarre raucht. Also der Kommando-Hologramm-Doktor, ich weiß, ich glaube, der hat es bei mir gewuppt, weil der hat zumindest Command als zweitstärkstes und kommt zumindest auf 664. Das langt ja dann schon, also ich muss den mal durchlesen. Wenn man voll hat, ja. Ja, Ziel für die nächsten Monate. So, dann habe ich aber zumindest, um das mal abzuschließen, Mission 5 habe ich komplett abgeschlossen. Ja. Mission 6 fehlt mir auch nur noch eins, nämlich Wechselbalk Diplomatie, glaube ich, oder Wechselbalk Phaser, ich weiß es gerade gar nicht genau, eins und beiden wieder. Ja, und sind echt über diese Wechselbälger. Ja, genau. Und bei Mission 7 habe ich dann irgendwann aufgehört, dann fehlte mir dann irgendwie die Lust weiterzumachen. Aber ich wollte es mal voranbringen. Ja. Ja, lohnt also sich echt. Vier, also... Bei 4 und 6 jeweils nur noch einer und dann nur noch 7 und 8 und dann wäre ich eigentlich durch bis auf die Notrufe des Himmelstempels. Story lohnt sich echt. Gibt viele Chronitonen. Hast ja eh nur so wenige. Und ja, ja. Und Items. Ich habe letztens 6% geopfert, um irgendwie Disruptor Beam zu kaufen. Hab's du kurz gesehen? Also, what the fuck? Ja, und Items halt auch nicht zu vernachlässigen, sind auch ein paar gute dabei. Bei der Story. Also, ich hoffe, dass sie da weitermachen mit der Story. Die Karte wäre ja noch, ja.
Würde noch ein bisschen Platz, Platz so. Vor allem haben sie sehr, sehr eng bei zusammengeschraubt alles. Teilweise musst du ganz nah ranzoomen, damit du es richtig einklingen kannst. Mhm. So, ich habe jetzt übrigens ein tolles Dilemma, du darfst es mal aussuchen. Soll ich die Substanz auf dem Planeten zurücklassen, eine Probe davon mitnehmen oder zerstören? Ich habe sie noch nie zerstört, muss ich sagen. Oder zerstören es mal. Jo, 30 Ehre, auch nicht mehr als was ich bei den anderen beiden jemals bekommen habe. 30 Kronitonen und kein Offizier. Okay, wow. Nein. Nee, manchmal wird auch nicht angezeigt. Achso. Aber ich glaube, ich habe einen Nock bekommen. Es ist so viel, was ich mittlerweile immer wegwerfen kann. Jetzt habe ich hier wieder 4 Offiziere drin, alle zum Wegwerfen. Habe ich alle schon. Wer war bei meiner Reise dabei? Ah ja. Hm. Auch kein spannender. Savik habe ich schon 10.000 Mal. Janeway, Nock, Odo und Tarsis, glaube ich. Ja, Tarsis brauche ich nochmal irgendwann, aber den kriege ich nicht mehr. Den habe ich früher ganz oft bekommen. Da hat er mich genervt, habe ich ihn weggefeuert, weil ich eh keinen Platz hatte. Ja, kenne ich. Sammel, um die einen Sterne mal komplett zu machen. Oh, komm doch mal wieder, ich brauche den. Kenne ich. Muss ich die Troy ewig nicht blicken hat lassen. Blöde Kuh. Ist aber momentan, ich habe ja vorhin in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe da mal diesen Link geteilt von Star Trek Bridge Crew, dass er jetzt auch die TNG-Brücke kommen soll. Mhm. Bei StarTrek.com gab es eine Abstimmung, oder ist noch aktuell am Laufen, wen von diesen folgenden Charakteren könnt ihr euch am ehesten als eure eigene Mutter vorstellen? Da gab es die Auswahl zwischen Deanna Troi, Jadzia Dax, Catherine Janeway, Uhura, Hoshi Sato und Michael Burnham. Oh Gott. Also auf Platz 1 ist derzeit Deanna und auf Platz 2 Jadzia. Okay. Mhm. Ich habe Jadzia gewählt. Ja. Deanna. Ganz ehrlich, ich habe als Kind so viel von meinen Eltern geheim gehalten, wenn die jedes Mal meine Gedanken lesen könnte. Nein, ich habe gerade nicht das und das. Nein, ich habe meine Hausaufgaben schon gemacht. Der Test lief super in der Schule. Mhm. Vor allem, wenn Deanna sich so entwickelt wie Loxana Troi. Ja, ja. Schreibt es mal in die Kommentare, was war die schlimmste Lüge, die ihr euren Eltern angetan habt. So. Bei Burnham müsste man immer wieder erwarten, dass die irgendwie ausrastet und ja, genau. Dann wieder von allen gesucht wird, kurz vom Radar verschwindet und am Ende aber eh wieder von allen gefeiert wird. Die schlimmste Verbrecherin, aber sie hat uns alle gerettet. Yeah.